Wir sind in Griechenland. Griechenland. Wir sind jetzt richtig gespannt, wie es jetzt wieder wird. Jetzt sind wir nämlich nach 2 Monaten circa wieder einmal in der EU. Also das ist eigentlich ganz schön komisch, die Vorstellung. Aber wir sind einfach gespannt, wie jetzt so die Straßen ausschauen, wie die Städte ausschauen. Ja, ob es jetzt einfach einen Unterschied zu Albanien gibt oder wie das jetzt so wird. Genau. Juhu! Wir campen heute unsere erste Nacht in Griechenland und haben eigentlich ein super Plätzchen da erwischt. Direkt neben dem Fluss, der Rhein ist gerade baden. Und ich zeige jetzt mal kurz, wie bei uns das im Zelt so ausschaut. Im Vorzelt dieses Mal auch 3 Steine, weil wir haben nämlich letztens, es ist uns jetzt schon ein paar Mal passiert, dass wir in der Nacht von Hunden angebellt worden sind. Und die kommen dann ganz nah zum Zelt und es ist immer sehr unheimlich. Und jetzt, wie wir gerade dazu weggefahren sind, zu dem Campingplatz, waren auch so viele Hunde. Und jetzt haben wir uns zur Sicherheit 3 Steine hergelegt, dass wir uns wehren können, falls wir angegriffen werden in der Nacht. Genau, und jetzt schauen wir da mal rein. Meine Seite. In unser Zelt. Also, wir haben da die super coolen Expert Synmats mit Polster, fetter Schlafsack, Daunenschlafsack und wichtig noch ein Baumwollinle. Und bei mir schaut es immer so aus, dass ich da neben meinem Kopf den Pfefferspray drinnen liegen habe. Und dieses Ding hier haben wir uns auch zugelegt gegen Hunde. Wenn man da drauf drückt, dann macht das ein Geräusch, das sehr unangenehm für Hunde ist und die drehen dann meistens um. Funktioniert bei vielen Hunden, aber nicht bei allen. Und da ist nur so ein Signal. Und da kann man noch das Licht einschalten. Genau, das liegt einmal bereit für einen Hundeangriff. Und da liegen dann beim Kopf direkt die ganzen Wertsachen. Und der Lettaschel. Genau. Und der Sauschel da drüben. Erst vom Reini. Das war es eigentlich schon. Und die Räder werden dann immer neben dem Zelt hergestellt. Da werden doppelt abgesperrt mit einem Besorgschlösser und ein Schloss. So ein Kabel haben wir da, wo wir die Räder dann direkt am Zelt abschließen. Oder ans Zelt hängen. Das war's. Der Grund für den Platten. Nachdem wir jetzt 5 Millionen Schnecken vom Zelt entfernt haben, haben wir jetzt ein wenig Nebel. Mega Stimmung. Aber wenn alles waschelnass feucht ist, waschelnass, echt grauselig. Die Schlafsäcke sind feucht. Wir haben gestern den Fehler gemacht, dass wir bei Regen das Zelt aufgestellt haben. Ja, wir haben es nicht wissen können, dass es wieder aufhört. Und eigentlich wollten wir uns das Zelt schnell aufgestellt haben. Aber heute ist Sonne angesagt und dann werden wir in der Mittagspause alles aufbereiten. Und alles getrocknet. Trocknen. Wir fahren da jetzt gerade in Griechenland einen Pass mehr oder weniger hinauf
Und das sieht man ganz schön gerade, wo wir schon wieder gefahren sind. Also wir sind von irgendwo von da hinten gekommen. Sieht man da die Straßen. Da, sie sind lang geschlängelt. Da hinter dem Berg, wie es dann da wieder rauskommt. Ist da rauf. Das wären heute so circa, wie ist es nicht genau, so 1200 Höhenmeter. Im Bärengebiet. Wir dann alle paar Meter hupen und nach dem Bären fragen, damit er uns hört und ja nicht auf die Idee kommt, auf die Straßen zu kommen. Und wenn alles gut geht, dann erreichen wir in 13 Kilometer den Aosu-See oder so. Den See in der Nähe von Metsovo. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber wir werden gerade vorfliegen. Boah, scheiße. Oh. Wir sind am See. Wir haben es geschafft. Und das Wetter ist links vom See. Schaut ziemlich arg aus. Naja. Es blitzt und donnert. Aber bei uns schaut es noch schön aus. Wir müssen jetzt schnell einen Platz suchen. Es war hart. Aber es war cool, es war richtig schön. Ja, und wir haben auch keinen Bären gesehen. Zum Glück, ja. Und wir haben nämlich der Grund, warum wir noch keinen Bären gesehen haben. Wir haben da unseren kleinen Teddy von meiner Oma dabei. Und der hat immer Ausschau gehalten nach Bären. Und wenn er da gekommen ist, hat er ganz laut gebrüllt. Wir dann alle unsere Lebensmittel und Parfums, ich meine Parfum habe ich nicht dabei, aber Zahnpasta, Deo und so Zeug, ein bisschen weg vom Zelt und auf das Dach, damit es vor Bären geschützt ist. Hey, schaut doch gut aus. Perfekt. Sind die Bären fernhalten. Hoffentlich. Also wir haben jetzt eine Nacht auf 1300 Meter an einem wunderschönen See verbracht. War eine richtig ruhige, feine Nacht. Zusätzlich haben wir jetzt auch noch einen Wachhund gehabt, der was vor uns am Zelt gewartet und jetzt uns schon begrüßt hat vorher gerade. Aber das Genialste da oben ist einfach der Ausblick. Alles dreckig da drinnen.
Ja, ich war jetzt gerade einkaufen beim Lidl und habe eine Kleinigkeit einkauft. Zum Glück muss die Angie die Essenstaschen tragen. Kostet halt das Ganze. Für unsere Mittagspause gesucht. Und zwar sitzen wir gerade am Lidl-Parkplatz. Aber wir haben wieder mal 30 Euro ausgegeben. Wir sind immer nur in Griechenland. Und für einen Einkauf 30 Euro. Ich glaube, wir haben jetzt schon unser komplettes Budget aufgebraucht. Für ganz Griechenland. Schau, ja. Das ist einfach so teuer. Aber so wie ein Spätl von mir schon oder von uns gesagt hat, beim Essen sollen wir nicht sparen. Ja, deswegen hat es voll gut gegeben. Avocado und Nüsse und Tomaten, Gurke, Brot, Olivenöl. Ja, und das haben wir jetzt gegessen. Und als Nachspeise hat es noch Honigbrot gegeben. Und jetzt geht's endlich zu heißen Quellen. Ah, herrlich, ja. Bei dem Wetter da. Eh gerade genau das Richtige. Und dieses Mal sind wir besser informiert, weil dieses Mal haben die heißen Quellen 40 Grad und nicht nur 25 ich Grad. Ich meine 45 Grad. 40 bis 45 Grad. Ja, mal schauen. Wir sind gerade im Baumwollgebiet und es schaut so aus. Das ist Baumwolle. Krass. Es liegt überall auf der Straße herum. Das ist alles Baumwolle. Baumwolle sponsored bei Pharmakonzern Bayer. Aber den genauen Hintergrund wissen wir auch nicht. Wir haben nur gesehen, dass die Baumwollfelder mit Bayer markiert sind. Mit Bayer-Schildern. Seit zwei Tagen geht das schon so dahin.
Wir sind jetzt auf unserer Lieblingsinsel Euböa. Wo wir letztes Jahr schon waren. Genau, und jetzt wollen wir unbedingt wieder her, weil es uns da so gut gefallen hat. Und ein Grund, warum es uns so gut gefällt da, ist, weil es einfach erstens mal total unentdeckt ist. Also es gibt nur griechische Touristen, aber sonst eigentlich kaum Touristen. Und natürlich, weil deswegen auch fast nichts los ist. Na genau, jetzt kommen zwei Autos. Also in der Regel ist eigentlich relativ wenig Verkehr, aber jetzt haben wir echt Pech gehabt, dass genau zwei Autos auf einmal kommen. Und ein anderer Grund, nur warum die Insel so genial ist, ist das Wildcampen. Und man findet da zum Beispiel so Strände wie da drüben. Muss ich da mal zoomen. Und da kann man einfach das Zelt hinstellen und die Nacht bleiben. Und es ist jedem egal eigentlich. Also und jetzt freuen wir uns richtig voll cool auf die nächsten paar Tage, bis wir dann in Athen sind. Yes. Unseren 10 Liter Wassersack bei der Tankstelle nur aufgefüllt mit Wasser. Und jetzt sind wir dann langsam dabei, uns einen Platz für heute Abend zu suchen. Wir sind jetzt von der Straße da auf die kleinen Straßen runtergefahren und haben jetzt da eine Wiesen gefunden und einen Olivenhain. Und jetzt werden wir da mal oben fragen bei dem Haus, ob wir da unser Zelt aufschlagen dürfen. Das wäre nämlich ganz cool da, würde uns gefallen. Der Reini war jetzt da bei dem Haus oben, aber ist keiner da. Und da ist sonst nirgendwo jemand, also werden wir jetzt einfach mal unser Zelt da aufstellen und hoffen, dass keiner was sagt. Aber eigentlich gefällt es uns ganz gut da. Mittlerweile haben wir das Zelt aufgestellt und jetzt ist doch nur jemand mit seinem Pickup daherkommen und der Reini hat ihm jetzt gefragt, ob wir da schlafen dürfen. Und er hat gesagt, ja, aber das ist voll der Abfluss da, wo wir gerade liegen. Also wenn es voll regnet, dann fließt es runter. Aber der Himmel, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist blitzblau. Außer der kleinen Wolken da, nichts zum Sehen. Die ganze Nacht sagt der Wetterbericht 0% Regen. Also eigentlich kann uns nichts passieren. Was hat er jetzt gesagt? Dass wir uns zurzeit da oben aufstellen sollen. Bei der Kirche, wo wir vorher gerade waren. Warum? Ja, weil er behauptet, dass da, sobald es halt regnet, ein Fluss entsteht, wo wir gerade unsere Zeit stehen haben. Schaut zwar jetzt ehrlich gesagt nicht ganz danach aus, aber er wird kein Blödsinn verzählen. Ja. Was tun wir jetzt? Ja, der Wetterbericht. Hat eigentlich gar keinen Regen angesagt. Aber der hat jetzt öfters auch einmal einen Blödsinn gesagt, der Wetterbericht. Keine Ahnung. Also ich sage einfach, wir bleiben da und pfeifen drauf. Wenn ein Regen kommt, sind wir selber schuld dann. Ja. So, jetzt haben wir uns auch dazu entschlossen, dem Rad nachzugehen und es halt am Basketballplatz da drüben aufzustellen. Also, alle Sachen wieder hinüber. So, neuer Platz. Da hinten fahren die Autos. Da ist eine Kirche. Da ist die Kirche, Autos. Da ist ein Wasserhahn. Sehr gut. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist der Basketballplatz vom Dorf.
Wow. Bleiben wir da, oder? Ja. Ja, jetzt haben wir Hunger. Gut. Das war das jetzt, oder? Ja, wir haben jetzt vorgehabt, dass wir mit dem Zug nach Piräus zum Hafen fahren in Athen. Zur Stoßzeit am Montag, ja, aber eigentlich haben wir uns gedacht, mit dem Zug zu passen, weil die meisten fahren wahrscheinlich eher mit der Metro. Extra nicht mit der Metro, sondern ja. Mit dem Zug. Ja, und dann stehen wir vor dem Zug, der Zug fährt ein und es waren mega viele Leute drinnen. Dann haben wir schon gesagt, nein, das lassen wir, das ist ein Schmarrn. Dann steht der Typ vom Bahnhof und sagt, du, das geht, rein mit euch. Und so, nein, und er so, doch. Und ich so, okay. Ah, der hat uns einfach mega dazu gedrängt, dass wir uns da reinstopfen in den Zug. Da waren schon alle rundherum angepisst. Ja, ja. Wir haben uns ja schon gedacht, das ist eine mega blöde Idee, da jetzt einzusteigen. Ja. Aber nächste Station sind ungefähr mindestens nur 50 Leute, glaube ich, eingestiegen. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Und sind alle voll aggressiv geworden. Wir sind wie die Sardinen, ja, da so drin gesteckt. Unsere Radeln hat sich zusammengedruckt und nur grauslig. Und jetzt haben wir noch zwei Stationen wieder ausgestiegen. Boah, ja, ich bin gerade so auf 180, das fällt mir so an. Ja. Und jetzt fahren wir mit dem Radl die 20 Kilometer zur Fähre. Wird sich aber schon zeitlich ausgehen. Ja, Zeit haben wir noch genug. Wird sicher schön, durch Athen zu fahren mit dem Radl. Zur Stoßzeit. Haben wir extra unsere Schale geworfen. Kios nach Chesme statt um 8 Uhr, doch um 6 am Abend gegangen, statt um 8 in der Früh. Und jetzt haben wir gerade drauf gekommen, dass wir beraubt worden sind oder dass wir halt was verloren haben. Geld und 50 Euro sind weg. Und ein Kindle. Ja. Aber ein Taxifahrer aus Athen hat uns hier schon angerufen und hat gefunden. Aber jetzt müssen wir aufgehen.